Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Inken und in diesem Video geht es um Sonnencreme fürs Gesicht. Dass zu viel Sonnenstrahlung nicht so gut ist für die Haut, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Und auch gerade um der Hautalterung entgegenzuwirken, ist es natürlich wichtig, erstmal nicht sich zu viel Sonne auszusetzen, aber auch den richtigen Sonnenschutz zu finden. Und wenn man rausgeht, dann ist ja meistens das Gesicht auch in der Sonne. Und ich persönlich hasse das Gefühl einfach von Sonnencreme im Gesicht, einfach weil die meistens super fettig ist, so intensiv nach Sonnencreme riecht und ja, der ein oder andere Pickel sich dann vielleicht auch mal blicken lässt. Und deswegen habe ich gedacht, okay, gibt es da irgendwie so bestimmte Sonnencreme, die man vielleicht speziell fürs Gesicht verwenden kann? Und tada, die gibt es. Ich habe jetzt mal eine Auswahl von so drei Cremes getroffen, die mir irgendwie über den Weg gelaufen sind, die jetzt speziell fürs Gesicht auch entwickelt sind. Das ist zum Beispiel einmal so eine Instagram-Marke V-Sun, dann eine Sonnencreme aus der Drogerie oder so ein Sonnenfluid und noch ein Sonnenfluid aus der Apotheke. Und ich dachte, ich probiere die einfach alle mal aus, wie sich das so im Gesicht anfühlt, ob das irgendwie besser ist als normale Sonnencreme. Und daran wollte ich euch natürlich auch teilhaben lassen. Ich werde die verschiedenen Cremes jetzt jeweils eine Woche lang testen und dann ja, so ein kleines Fazit ziehen und die auch so ein bisschen bewerten nach verschiedenen Kriterien. Also natürlich erstmal nach dem Preis, nach dem Geruch, Konsistenz, wie sich das Ganze irgendwie auftragen lässt und natürlich auch, ob man davon Pickel oder ölige Haut bekommt. Und dann werde ich letzten Endes noch eine App benutzen, wo man so ein bisschen Überblick über die Inhaltsstoffe bekommt, weil ich persönlich, ich bin keine Chemikerin oder ich kenne mich da auch einfach nicht so aus. Deswegen benutze ich da ganz gerne mal eine App, um zu gucken, was da eigentlich so für Inhaltsstoffe drin sind. Und ja, genau, diese drei Marken habe ich mir jetzt ausgesucht. Dieses Video ist keine Werbung. Ich mache das einfach aus eigenem Interesse. Ich habe alle Sachen selbst gekauft und ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die Testung. Fangen wir mal an mit der Sonnencreme von V-Sun. Ich habe da jetzt den Lichtschutzfaktor 30. Und die ist eben auch speziell fürs Gesicht. Also es gibt auch noch andere, zum Beispiel mit Lichtschutzfaktor 50 und auch welche, die für den Körper sind. Aber da diese eben speziell fürs Gesicht ist, dachte ich, probiere ich die natürlich einfach mal aus. Ich habe die Sonnencreme auf Instagram gesehen, deswegen ist es jetzt für mich so ein, ja, Instagram-Produkt, sage ich mal. Die ist auch ein bisschen teurer. Also die hat jetzt 14,95 € gekostet für 75 Milliliter, was ich dann eigentlich schon eher teuer finde. Trotzdem muss man sagen, dass die Sonnencreme auch einiges bietet, was mir persönlich sehr gefällt. Und zwar ist sie zuallererst vegan und es wird eben auch damit geworben, dass kein Mikroplastik oder keine Nanopartikel in der Creme drin sind. Und hier hinten ist noch so ein Logo drauf, korallenfreundlich ist die Sonnencreme auch. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt, es gibt einige Sonnencremes mit Inhaltsstoffen, die eben schädlich für Fische und Korallen sind. Wenn man zum Beispiel baden geht im Meer, dann geht ja mal was von der Sonnencreme ab und geht eben ins Wasser und schädigt dann eben dort die Pflanzen- und Tierwelt. Und ja, deswegen finde ich es auf jeden Fall wichtig, so auch mal auf die Inhaltsstoffe, wie gesagt, zu gucken, was man da eigentlich sich selbst drauf schmiert und was vielleicht auch in die Ökosysteme übergeht. Und deswegen dafür auf jeden Fall schon mal ein großes Plus. Okay, die Basics werden schon mal geklärt. Kommen wir zum nächsten, und zwar dem Geruch. Also bei dieser Sonnencreme muss ich sagen, es gibt von der Marke auch welche, die komplett ohne Geruch sind. Die hat jetzt einen Geruch. Und ich glaube, auf der Website wird er als vanillig-blumig beschrieben, wenn ich mich nicht täusche. Und ich muss sagen, als ich das erste Mal dran gerochen habe, dachte ich so, hi, ich glaube, ich bin im Candyland gelandet. Also ich muss sagen, die riecht wirklich sehr süß. Also wenn man sich die aufträgt, verfliegt der Geruch auch nicht direkt. Also wenn man dann irgendwie noch ein bisschen unterwegs ist, dann kommt dann immer wieder dieser Geruch in der Nase und das ist wirklich sehr, sehr süß und mir persönlich schon so ein bisschen zu süß. Also es riecht nicht nach herkömmlicher Sonnencreme, aber es riecht halt einfach nach Zuckerwatte oder keine Ahnung, irgendwelchen Süßigkeiten. Deswegen muss ich sagen, bin ich vom Geruch jetzt nicht so angetan. Mir ist es einfach so ein bisschen too much. Aber kommen wir zur Konsistenz. Ja, die Konsistenz ist eigentlich relativ fest, würde ich sagen. Also, das ist jetzt ziemlich cremig. Eigentlich fast wie normale Sonnencreme, würde ich sagen. Positiv würde ich aber sagen, dass es schnell einzieht und da jetzt nicht so ein weißer Film oder sowas zurückbleibt. Also das hatte ich bei der jetzt echt noch gar nicht. Das ist eigentlich total schnell verrieben und dann muss man einfach einen Moment warten, bis es eben eingezogen ist. Grundsätzlich würde ich sagen, fühlt sich die Creme dann relativ gut auf der Haut an. Trotzdem, ich habe die jetzt halt öfter benutzt, hatte ich das Gefühl, dass ich dann trotzdem so ein paar Pickelchen davon bekommen habe. Also dass meine Haut eben ja nicht so rein war. Ob das jetzt an der Sonnencreme liegt, kann man natürlich nicht hundertprozentig sagen, aber ich hatte halt das Gefühl, dass ja, ich trotzdem so ein bisschen unreinere Haut bekommen habe, was ich halt auch eben einfach von Sonnencreme kenne. Und ja, da ich keine Chemikerin bin oder Apothekerin, habe ich natürlich jetzt auch nicht so den Plan, was da eigentlich hinten alles für Inhaltsstoffe draufstehen. Und deswegen benutze ich ganz gerne mal so eine App, die heißt CodeCheck.
ich weiß nicht, ob ihr die kennt, da kann man, also auch wieder keine Werbung, ich benutze sie wirklich gern, da kann man Sachen scannen, die man kaufen möchte und dann listen die eben quasi auf, was für Inhaltsstoffe da drin sind und jeweils auch, was die bedeuten, also ob die irgendwie bedenklich sind oder ob die okay sind. Und das werde ich jetzt mit dieser Sonnencreme machen. Und zack, schon gefunden. Hier sieht man jetzt bei den Inhaltsstoffen 21 unbedenklich und 4 leicht bedenklich. Okay, dann kann man sich eben anzeigen lassen, was das jetzt auch für bedenkliche Stoffe sind. Wir haben jetzt hier 4 leicht bedenkliche gefunden, die sind trotzdem noch grün. Deswegen ist es, glaube ich, okay, sage ich mal. Ich kann auch gar nicht aussprechen, was das hier ist. Ich würde sagen, das ist trotzdem ein guter Durchschnitt. Also ich habe da jetzt schon öfter Sachen gecheckt und es gibt auch echt oftmals Stoffe, wo bedenklich hintersteht. Hier ist alles noch im grünen Bereich, würde ich sagen. Deswegen, ja, inhaltstechnisch scheint das wohl okay zu sein. Wenn ihr euch da auskennt, schreibt doch gerne was dazu. Wie gesagt, ich bin da ein kompletter Laie. Aber ich finde es immer wieder interessant, dann, dass es eben auch solche Apps gibt, wo man trotzdem mal gucken kann, was sich so in den Sachen verbirgt. Also bleiben wir beim Fazit. Diese Sonnencreme ist erstmal gut. Ich würde vielleicht gerne noch mal eine ausprobieren, die geruchsneutral ist. Ja, aber als Anfang auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Eine Woche ist wieder um und ich habe das Sonnenfluid von La Roche-Posay getestet. Keine Ahnung, ob man das so ausspricht. Das hat den Lichtschutzfaktor 30 und das habe ich in der Apotheke gekauft. Da hätte es knapp 17 Euro gekostet. Da gab es aber so eine Rabattaktion, deswegen habe ich es für 14 bekommen. Aber trotzdem dann insgesamt das teuerste Produkt aus diesem Test. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber bei mir ist es so, dass ich Sachen, die ich in der Apotheke kaufe, dass ich immer denke, dass das so die besten Sachen sind, die man kaufen kann und man auch mal bereit ist, ein bisschen mehr dafür auszugeben. So war das dann eben auch bei dieser Marke, die mir ein paar Leute empfohlen hatten. Allerdings habe ich jetzt ein bisschen auch dazu mal recherchiert und herausgefunden, dass das eine Untermarke von L'Oréal ist. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon wisst, aber L'Oréal steht eben dafür, auch Tierversuche durchzuführen. Und deswegen ist das für mich auch eigentlich eine Marke, die ich tendenziell nicht unterstützen würde. Aber jetzt habe ich sie natürlich schon gekauft und natürlich auch getestet. Deswegen werde ich euch natürlich jetzt auch noch erzählen, wie ich die Creme generell so finde. Also hier muss man sagen, dass die auch schon mal so einen anderen Kopf hat oben, weil das ist wirklich sehr flüssig, was da drin ist. Man soll das auch immer so ein bisschen vorher schütteln. Und ja, wenn man dann eben den Test macht, sieht man auch, wie flüssig das Ganze ist. Also das ist wirklich wie fast schon so eine Milch und das lässt sich sehr gut verteilen, finde ich. Und da bleibt auch wirklich gar nicht zurück. Das zieht super schnell ein. Finde ich auf jeden Fall fürs Gesicht sehr, sehr angenehm. Den Geruch finde ich auch sehr angenehm. Also es erinnert überhaupt nicht an Sonnencreme. Einfach, ich finde, es erinnert ein bisschen an irgendein Parfum. Ich komme aber leider nicht drauf, welches. Aber ich finde den Geruch auf jeden Fall auch sehr gut. Also Konsistenz und Geruch gefällt mir hier auf jeden Fall bisher am besten. Ich hatte bei der Sonnencreme allerdings das Gefühl, dass ich extrem viele Pickel bekommen habe. Also vor allem so ganz kleine, also die ich sonst halt auch einfach nicht habe. Ich habe sonst eigentlich gar nicht so viele Pickel. Aber so richtig viele kleine, die überall so im Gesicht waren. Und ja, wie gesagt, man weiß immer nicht, woher das Ganze kommt. Aber ich habe halt das Gefühl, dass ich die halt von der Sonnencreme bekommen habe. Und da war ich dann auch so ein bisschen negativ, weil das ja eben, wie gesagt, ein Apothekenprodukt ist. Und ich dann dachte, okay, das muss ja gut sein. Aber irgendwie hatte ich einfach das Gefühl, dass ich dadurch sehr unreine Haut bekommen habe. Ja, hauen wir das Ganze doch auch mal in Co-Check. Jetzt, wo ich weiß, dass es ganz von L'Oréal ist, bin ich mal gespannt, was dabei jetzt rauskommt. Okay, muss ich sagen, dass ich das leider nicht in der App finde. Hier gibt es aber ein Sonnenfluid mit dem Lichtschutzfaktor 50+. Deswegen gucke ich mir das jetzt gerade mal an. Und hier sieht man bei den Inhaltsstoffen auf jeden Fall, dass da schon mal ein bisschen was Rotes dabei ist. Im Vergleich jetzt zu der V-Sun, da war ja alles eigentlich grün. Hier ist auch ein Stoff, der bedenklich ist drin und ein schwer abbaubares Polymer. Wenn man jetzt auf den bedenklichen Stoff draufklickt, habe ich gerade gesehen, steht hier eben auch, dass da ein Stoff drin ist, der anscheinend krebserregend sein kann. Aber finde ich auf jeden Fall schon mal nicht cool, dass diese Marke anscheinend mit solchen Stoffen arbeitet, denn die werden das ja wahrscheinlich nicht nur in ein Produkt reinmachen. Ja, als Fazit. Ich finde, diese Sonnencreme war vom Geruch bisher am besten und auch von der Konsistenz. Trotzdem habe ich schlechte Haut bekommen und No-Gos sind für mich auf jeden Fall, dass es von L'Oréal ist, also mit Tierversuchen. Und diese Co-Check-App hat mir gerade auch noch mal so ein bisschen Angst eingeflößt. Deswegen würde ich dieses Produkt auf jeden Fall nicht noch mal kaufen. Ja, ich werde mich jetzt im Anschluss auf jeden Fall noch mal ein bisschen informieren, wie das jetzt speziell mit dieser Sonnencreme aussieht. Kommen wir als Letztes zu der günstigsten Sonnencreme. Und zwar ist das diese hier von Sanozon. Die hat einen Lichtschutzfaktor von 30 und da steht eben Sonnenfluid drauf, also fürs Gesicht und Dekolleté. Und die hat 2,99 € gekostet und da sind 50 ml drin.
Auf der Website von Rossmann konnte ich jetzt leider nicht so viel rausfinden zu der Sonnencreme. Es gibt diese gelben ja immer, also diese Reihe, und dann gibt es ja auch immer noch die Sensitive dazu, also diese Med-Sonnencreme, die eher dann so im weißen Look ist. Da habe ich dann auch noch eine gefunden, die hätte ich tatsächlich auch eigentlich lieber genommen, aber die gab es irgendwie beim Rossmann nicht. Denn da steht auf der Seite auf jeden Fall auch, dass also diese weiße Med-Sonnencreme vegan ist und auch konform mit dem hawaiianischen Riffgesetz. Und das ist wieder sowas ähnliches wie bei der ersten Sonnencreme von Visan, dass es einfach ja keine Stoffe drin sind, die den Korallen oder auch Fischen schaden. Und das ist natürlich wieder ein Pro. Ich habe versucht, ein bisschen rumzugoogeln, ob das jetzt eben auch auf diese zutrifft. Aber da das eben einfach nicht explizit auf der Webseite steht, denke ich mal nicht, was ich natürlich dann ein bisschen schade finde. Und ja, vielleicht sollte ich dann einfach nochmal die Med ausprobieren, weil das ist für mich auf jeden Fall auch so ein Kaufaspekt, warum ich so eine Creme kaufen würde. Kommen wir doch mal zum Geruch. Da muss ich sagen, ich rieche überhaupt keinen Unterschied zu der normalen Sonnencreme, auch speziell von dieser Marke. Das ist dieser typische Geruch, den man mit Strand und Sand verbindet. Das finde ich jetzt persönlich nicht so gut, sage ich mal, für so eine Gesichtssonnencreme, die man vielleicht auch mal einfach so verwendet unter dem Make-up, wenn man zur Arbeit geht oder sonst was, weil das dann ja mir persönlich wieder so ein bisschen zu viel Sonnencreme-Geruch ist, weil man ja gerade fürs Gesicht was Leichteres will, was vielleicht einfach nicht sofort schreit, hallo, ich habe mich mit Sonnencreme eingecremt. Aber nichtsdestotrotz, genau, von der Konsistenz ist die auf jeden Fall auch recht flüssig. Ich würde sagen, von den drei getesteten Marken auf jeden Fall was in der Mitte. Also sie ist schon flüssiger als normale Sonnencreme, aber trotzdem nicht so flüssig wie jetzt zum Beispiel die von La Roche. Trotzdem hat man hier den weißesten Effekt erstmal, sage ich. Also man muss erstmal mehr verstreichen, bis man halt einfach dieses ganze Weiß verteilt hat. Aber das funktioniert auf jeden Fall. Da bleiben jetzt keine weißen Rückstände zurück oder so. Das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und dann zieht die eigentlich auch schon ein. Ich würde sagen, hier bleibt vielleicht so am meisten so ein bisschen ein schwereres Gefühl zurück, so ein bisschen klebriger. Also ich habe auch das Bedürfnis, mir danach jetzt die Hände zu waschen. Obwohl ich finde, dass es im Gesicht dann auch irgendwann einzieht und ja, es sich auf jeden Fall schon so ein bisschen leichter anfühlt als die normale Sonnencreme. Zum Thema unreine Haut muss ich sagen, hat mich diese echt überrascht. Also ich hatte das Gefühl, dass ich von allen dreien bei der am wenigsten Pickel bekommen habe. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass ich die zuletzt getestet habe und meine Haut irgendwie schon daran gewöhnt ist, dass ich jeden Tag was Sonnencreme drauf mache. Aber ich muss irgendwie erstaunlicherweise sagen, obwohl ich es nicht gedacht hätte, dass ich von der echt bisher die beste Haut hatte. Dann würde ich sagen, checken wir das Ganze nochmal mit der App. Okay, komischerweise steht hier in der App, dass sie nicht mehr im Handel erhältlich ist, was ja allerdings nicht stimmt, weil ich sie hier habe. Kann natürlich sein, dass das jetzt eine ältere Version ist. Wenn man jetzt sich die Inhaltsstoffe anguckt, dann sieht das auf jeden Fall auch schon mal nicht so toll aus. Also wir haben hier 15 unbedenklich, 2 leicht bedenklich und dann geht es auch schon los Richtung bedenklich und ja, enthält Nanopartikel und schwer abbaubares Polymer. Also klingt für mich jetzt persönlich erstmal nicht so gut, aber wie gesagt, ich bin mir jetzt eben nicht 100% sicher, ob das wirklich zu dieser speziellen Sonnencreme zutrifft oder ob das jetzt vielleicht einfach auch noch ein bisschen eine neuere Version ist. Okay, das sind alles anscheinend Inhaltsstoffe, die einfach nicht gut sind für die Umwelt bzw. eben schwer abbaubar sind. Das ist natürlich nicht so cool. Kann natürlich wieder sein, dass bei dieser Med-Sonnencreme, dadurch, dass sie diesem hawaiianischen Riffgesetz entspricht, diese Stoffe nicht drin sind. Das werde ich auf jeden Fall nochmal checken, weil ja, das ist natürlich uncool, wenn man sich die abwäscht und dann da irgendwelche Sachen in die Umwelt gelangen, die da nicht hin sollen. Ja, als Fazit würde ich sagen, bin ich auf jeden Fall relativ positiv überrascht von dieser Sonnencreme, weil sie eben einfach nur 3 Euro kostet. Ich finde, man kann die immer mal dabei haben, speziell fürs Gesicht, weil ich finde, zu der normalen Sonnencreme von dieser Marke ist auf jeden Fall ein Unterschied spürbar, dass die einfach ein bisschen leichter ist und nicht ganz so klebrig, sage ich mal. Mit den Inhaltsstoffen ist natürlich fraglich. Wie gesagt, ich werde die Med-Variante nochmal auschecken, weil das dann, glaube ich, eher was für mich wäre. Aber ja, kann man auf jeden Fall machen. So, ich habe meine ganzen Sonnencremes jetzt hier nochmal versammelt und würde sagen, ich ziehe nochmal so ein kleines Fazit. Also diese La Roche-Posay ist für mich leider durchgefallen, würde ich sagen. Auch wenn die von der Konsistenz und auch von dem Geruch eigentlich am besten war. Ja, die Inhaltsstoffe fand ich einfach nicht so gut und dass das Ganze eben auch noch unter der Marke von L'Oreal ist, sowieso nicht. Deswegen würde ich die persönlich jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal kaufen, einfach weil ich auch nicht die Marke unterstützen möchte. Dann bei der günstigen Sonnencreme war ich, wie gesagt, positiv überrascht. Trotzdem für ja, das alltägliche Leben wäre das jetzt für mich nichts, weil die einfach zu sehr nach Sonnencreme riecht und da würde ich mir einfach was Leichteres wünschen. Trotzdem würde ich die einfach mal mitnehmen, ich würde die nochmal in der Med-Variante kaufen und dann einfach immer dabei haben mit der normalen Sonnencreme, damit man sich am Strand einfach dann auch damit dann lieber das Gesicht leicht eincremt.
Und ja, von der Visan war ich auf jeden Fall auch ganz positiv angetan, einfach auch, weil sie vegan ist, korallenfreundlich und klar, die ist natürlich auch wieder ein bisschen teurer. Hier würde ich gerne nochmal die komplett ohne Geruch ausprobieren, weil mir das dann auf Dauer doch so ein bisschen zu süß einfach ist. Aber an sich eine ganz coole Marke, würde ich auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Generell würde ich sagen, dass es sich aber schon lohnt, was speziell fürs Gesicht zu kaufen, weil ich das einfach auch trotzdem ja, im Gesamtfazit einfach angenehmer finde, als die normale Sonnencreme ins Gesicht zu klatschen. Lasst mir da auch gerne eure Meinung da. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich immer über ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Woche wieder.